Wir zeigen euch ein paar Tipps und Tricks zum Aufnähen von Schmucksteinen. Dazu braucht ihr verschiedene Schmucksteine und Perlen, eine Nähnadel, ein kontrastfarbenes und ein farblich passendes Garn, Stecknadeln, einen Oberstoff, einen Organzer, Schmucksteinkleber und eine Schere. Wir nehmen uns jetzt unser Probestück und wir stecken uns den Organzer hinten drauf. Das ist quasi dann die Unterlage auf der Seite, wo wir dann die Perlen annähen. Und der Organzer ist einfach dafür da, dass dieser schüttere Stoff ein bisschen gefestigt wird und die Schmucksteine dann nicht schnell raushängen oder dass die einfach eine feste Unterlage haben. Dann heften wir uns den Organzer an den Oberstoff. Dazu nehmen wir das Kontrastgarn. Das ist einfach dazu da, dass wir dann die Stecknadeln wieder rausnehmen können, weil wenn wir die Perlen aufsticken, ist es besser, wir können den Stoff ohne Gefahr in die Hand nehmen. Wir drehen nun den Stoff auf die rechte Seite. Durch das Kontrastgarn sehen wir jetzt genau, wo es verstärkt ist und wo wir jetzt unsere Schmucksteine aufnähen können. Wenn wir uns die Steine dann arrangieren, gibt es noch einen Trick. Wir können die Steine ja nicht feststecken. Wir nehmen den Schmucksteinkleber und geben einen kleinen Punkt auf die Rückseite des Steines. Dann können wir die drei schon mal annähen. Am besten ist es natürlich, wenn man jeden Stein einzeln annäht und danach verknotet, weil sollte sich mal eins lösen, dann fällt nur einer ab und nicht gleich alle. Dann kommt die nächste Größe der Steine. Die wird dann auch wieder mit Schmucksteinkleber fixiert. Den Trick mit dem Schmucksteinkleber kann man nur bei Kristallen machen, die eine flache Rückseite haben. Bei solchen, die rundum eine Form haben, kann man das leider nicht machen. Die muss man einfach nacheinander aufnähen. So, jetzt haben wir alle Steine angenäht. Jetzt kommen noch die Perlen. Die Perlen werden jetzt natürlich nicht jede einzeln aufgenäht, sondern wir fädeln uns mehrere auf. Die lege ich mir mal in die Position, in der ich sie dann gerne festnähen würde. Das fixieren wir jetzt noch einfach mit so ein paar Stichen. So alle 5 mm würde ich sagen reicht. Und so sieht es dann auf eurem Kleidungsstück aus.